Es gibt ja die kultursoziologische These, dass die Österreicher ein ganz spezielles Verhältnis zum Keller unterhalten. Auf die unerfreulicheren Assoziationen zu diesem Thema wollen wir jetzt gar nicht erst eingehen. Die erfreulicheren haben mit Wein zu tun und zerfallen grob in zwei Teile. Da wäre mal die traditionelle Variante. Vom geistigen Auge entstehen wie von selbst Bilder malerisch verwitterter Kellergassen, durch welche Winzer wimmeln, die durch die Bank ausschauen wie Hans Moser und der zufällig durchreisenden Trapp-Familie ihre ehrlichen, selbstgekelterten Tropfen unter permanenten Absingen traditionellen Liedgutes kredenzen. Oder die zeitgemäßere Variante, wo lässig polyglotte Austrian Winemakers an den Computersteuerungsterminals ihrer architekturpreisgekrönten, temperaturregulierten Produktionshallen makellose Hightech-Weine produzieren, die den Vergleich mit ihren australischen, französischen, kalifornischen Vorbildern wahrlich nicht zu scheuen brauchen. Natürlich gibt es beides und natürlich gibt es beides in der Regel so nicht. Aber natürlich bleibt der Keller auch für den ambitionierten Amateurtrinker ein ganz zentraler Ort, weil dort über ganz wesentliche Grundsatzfragen entschieden wird, wie zum Beispiel Maischestandzeit, Gärtemperatur, Barrique-Einsatz. Was das jeweils im Detail bedeutet, erfahren Sie im Anschluss hier. Jedenfalls hat das alles Auswirkungen darauf, wie dann das schmeckt, was er sich in den eigenen Keller legt. Er, der ambitionierte Amateurtrinker nämlich, oder selbstverständlich die ambitionierte Amateurtrinkerin. Kann man im Keller noch irgendwas retten? Gibt es diese berühmte Kellertechnik, mit der man dann noch Fehler, die die Natur sich geleistet hat, ausmerzen kann? Was von draußen reinkommt, das können wir nicht beeinflussen. Von dem sind immer 100% der Qualität möglich. So spielt die Natur nicht immer oder nicht unbedingt. Und eher das, was ich verfolge, ist, ich habe eine Vision von einem Wein, wie der dann einmal in 2 Jahren in der Flasche sein soll. Und ich bewege mich praktisch vom Ziel zurück bis zur Produktion mit einer gewissen Vorgabe und Vision auf das Ziel zu, um das perfekt zu machen. Im Keller kannst du alles richtig machen, dann kannst du davon sehr viel erhalten. Oder du kannst was nicht ganz richtig machen. Von dem her kann man nicht sagen, da kann ich noch etwas gewinnen, ich kann nur weniger verlieren. Wenn ich mich verlasse darauf, was die Natur macht, dann muss ich mich darauf verlassen, aber bin ich verlassen, weil ich nicht eingreife. Wie unterscheidet der Laie zum Beispiel seine richtig schöne Beere? Also das ist unsere Wunschvorstellung, lockerbeerig, relativ kleinbeerig. Also man zupft jetzt die paar, die vielleicht gefault sind oder vertrocknet. Die werden dann einzeln manuell ausselektiert? Genau. Und lockerbeerig ist immer deswegen besser, weil die Sonne einfach voll bescheinen kann. Die Bärenhaut, in der Regel ist die Bärenhaut dicker. Dicker und farbiger. Und es gibt da kaum Fäulnisprobleme. Hingegen, wenn man jetzt eine ganz kompakte, dichtbeerige hernimmt, du bist dichtbeerig und hast schon ein Fäulnisnest drinnen. Das, dann natürlich das muss man dann komplett auszwicken. Es wird so, wenn es in dem Umfang ist, einfach ausgeputzt oder einfach einen Schnitt gemacht und komplett getrennt. Kann man da irgendwas dazu tun, dass die eher lockerbeerig oder eher dicht wachsen? Also wir haben schon Begrünung im Weingarten, um das Wachstum ein bisschen zurückzudämmen. Aber in so einem Jahr, wo so viel Wasser da ist, kommt natürlich vor allem bei den jüngeren Reben mehr Wachstum zustande. Aber das heißt, auch da steckt immer noch ein Haufen Arbeit drinnen. Genau. Und vor allem auch Verlust, wenn das dann quasi weniger wert ist. Man hat aber die gleiche Arbeit gehabt. Also das schaut zum Beispiel nicht so aus, als würde es in eure Produktion Eingang finden. Genau, ja.
Das zahlt sich nicht einmal mehr putzen aus. Also das kommt im Pauschenbogen auf den Boden. Wenn du noch da die Sachen anschaust, das schaut noch ganz gut aus. Und das werden wir da jetzt da wegnehmen. Aber wenn du da schaust, die kleinen Sachen, da ist halt wenig oben, aber den nehmen wir mit, aber das kommt eigentlich im Pauschenbogen. Das heißt, es ist wirklich ein ganz kleinteiliger Fuzelprozess. Das heißt, die Ernte geht ein bisschen langsamer voran. Langsamer, genau, ja. Kostet mehr, weil die Menschen müssen bezahlt werden und es kommt weniger raus. Eigentlich Hattrick. Genau, ja. 2014 heißt es allgemein schwieriger Jahrgang, aber die Websen schmeckt's. Ja, ich glaube auch den Weinmingeln, den was ich genauso da lese, dazu kann, wie gute Trauben. Hier haben wir sogar Blaufränkisch aus dem Mittelburgenland, das höre ich schon. Und ja, probier mal. Ich glaube, sie schauen recht gesund aus, sind also dunkel von der Farbe. Schauen auch süß. Also zum Essen gut als Wein? Zum Essen gut als Palätzchen werden sie auch taugen. Wir werden kellerwirtschaftlich sicherlich einiges heuer dazu tun müssen. Ist den Jahrgang im Keller entschieden wird. Vegetation war gut, nicht überragend, aber ich denke, mit so einem Traubengut wird es ordentlich werden. Dann schauen wir mal in den Keller. Perfekt, super. Auf geht's! Mittlerweile ist der Saft samt Schalen darüber gepumpt und jetzt wird er ausgedruckt. Genau. Wieder über ein Sieb praktisch an der Oberfläche der Presse wieder separiert. Das heißt, wir sagen, wir starten die Presse. Auf geht's. Schauen wir mal in eins rein. Das ist Sauvignon-Saft, der noch nicht gärt. Das ist jetzt wieder Sauvignon vom Hochklassensberg. Das ist vor drei Tagen ins Fass gekommen. Ja. Und ja, tut noch nicht. Das ist ein sehr pikanter, angenehmer Traubensaft. Kann man so auch trinken. Kann man so auch trinken. Was kannst du von diesem Traubensaft prognostizieren? Hast du da ein Bild davon, wie das als Wein sein wird? Bild von Wein, genau ist noch nicht, aber wenn ich den als Soft sehr gut einschätze, dann sag ich jetzt mal, wird es sicher mal kein schlechter Wein werden. Beim Kosten habe ich entschieden, das hat mir geschmeckt, das ist auch länger, irgendwie ein spannender Soft und deswegen auch ins Holzfass. Und wird jetzt irgendwann hoffentlich anfangen zu gären. Von selber zu blubbern. Genau, ja. Anfangen. Ja, wir sind jetzt im Vergärungsbereich, im Zwischengeschoss, wo die Holzgerständer stehen und wo die Maische direkt von oben in diese mobilen Holzgerständer hineinfällt. Also sehr schonende Art und Weise. Die Trauben werden nur mit Schwerkraft transportiert und liegen dann da ein paar Wochen drinnen. Und wir warten im Prinzip, bis die Gärung von alleine beginnt und pressen danach ab. Also sonst passiert nichts. Wie lang steht da der Wein dann auf der Maische? Im kürzesten Fall 2-3 Wochen, im längsten Fall 7-8 Wochen. Generell geht der Trend eher in Richtung kürzere Extraktionszeiten. Wir im Weingut vertreten eher die Meinung, länger auf der Maische zu bleiben, wenn man
tolles Traubenmaterial hat, dann möchte ich persönlich auch das extrahieren, was in der Bärenhaut drinnen ist. Wie entscheidet ihr das? Gibt es so etwas wie eine vernünftige Obergrenze? Ab der es keinen Sinn mehr hat, das noch länger auf den Schalen stehen zu lassen, weil bereits wirklich alles ausgelaugt ist? Oder kommen dann irgendwann unerwünschte Stoffe, die auslagen, wie wenn man einen Tee lang ziehen lässt? Oder was genau, passiert da? Das ist kein schlechter Vergleich. Also man möchte nicht zu lange Extraktion zum Teil haben. Also vor allem bei Sorten wie Pinot Noir, die eher feiner und eleganter sind, möchte man nicht zu lange auf der Maische bleiben. Also nicht zu grobe Tannine und zu viel Tannin extrahieren. Was sind Tannine? Tannine gehören zu den Polyphenolen und kommen in der Beere, im Stielgerüst und im Stielchen vor. Und Tannine sind diejenigen Komponenten, die für die Adstringenz später im Wein verantwortlich sind, für die Gerbstoffe, genau. Ja. Wozu braucht die Pflanze Gerbstoffe und was haben wir als Weinmacher oder Weintrinker davon? Die Pflanze braucht es, um Fressfeinde abzuschrecken, bis zu dem Punkt, da die Beere sehr reif ist. Also wenn die Beeren sehr grün sind, haben sie sehr, sehr viele Bitterstoffe und Tannine. Und keiner will so eine Beere fressen, weil dann der Samen noch nicht reif ist. Ja. Erst dann, wenn er zuckersüß ist und fruchtbar. Was haben wir davon? Naja, Tannine dienen natürlich dazu, dem Wein Struktur zu geben, insbesondere natürlich bei Rotweinen. Es wird dann immer wieder unterschieden, die guten, reifen Tannine und die bösen Grünen, die dann walnussartige. Ist das zu beeinflussen? Welche, wovon ich im Wein habe? Also man weiß, wenn Tannine längerkettig sind und mit zum Beispiel Proteinen eine Bindung eingehen, ja, dann können sie den Geschmack versüßen. Ja, dann hat man so das Gefühl, 1-2 Gramm Zucker mehr. Während wenn sie sehr kurz sind und grün, dann verstärken sie den Säureeindruck sehr stark, ohne dass der pH de facto sinkt. Da kann ich auch nichts gegen machen, muss ich wirklich am pH arbeiten, um da wieder irgendwie eine Balance hinzukriegen. Umso höher die Temperatur, umso besser die Extraktion. Das heißt, Temperatur natürlich zieht auch mehr Farbe, mehr Tannine raus. Die Auslaugung aus der Schale funktioniert besser. Und die Weine werden dünker und opulenter dadurch. Ja. Und bei Weißwein würde man kühlen? Bei Weißwein kühlen wir, wie wir sehen können, 16 Grad maximal. Das heißt, hier eine. Das ist aber schon ziemlich kalt. Ist sehr kalt. Wir wollen mehr diese Ester-Aromatik, diese Eisgletscher, Fruchtkomponenten drinnen haben wir. Kaltvergärungston, sagt man. Genau. Viel Kohlensäure, viel Frucht. Ja. Bei Rotwein haben wir das Gegenteil. Viel Farbe, viel Opulenz und ein sehr milder Geschmack. Ich nehme an, Kaltvergärung ist beim der steirischen Klassiker Thema. Nicht? 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 Überhaupt nicht, nein. Gar nicht? Gar nicht, weil? Weil es für mich oft sehr flüchtige, einfache Aromen sehr fördert. Das sind nachher kurz da. Also früh gefüllt, kurz da, aber hat nicht viel mit Langlebigkeit zu tun. Also ich vergehe wenig unter 18 Grad. Habt ihr sowas wie Junker, Primeur, einen leichten, knackigen, weißen, der im Oktober schon in der Flasche ist, gibt's nicht? Hasse ich wie die Pest. Also ich kann keinen leichten Fruchtbeton, kalt vergorenen Primeurwein sozusagen trinken. Das, ja, widerstrebt mir einfach und hat für mich nichts mit Wein zu tun. Wie lange ist das jetzt auf den Schalen gestanden? Es ist eine Glaubensfrage, Winter zu Winter sehr spezifisch. Ich bin ja eher, der sagt, wenn wir Maischestandzeit machen, dann vorher. Das heißt, wir kühlen das Traubenmaterial runter, machen eine kalte Mazeration, viel mehr Frucht. Aber wir pressen eigentlich bei Gärende ab. Das heißt, in unserem Fall wurde dieser hier vor 8 Tagen in den Tank hineinbefördert. Die Gärung wurde sofort mit Reinzuchthefe gestartet. Das heißt, wir überlassen nichts dem Zufall. Ja. Es wird rigoros sofort auf Qualitätsoptimierung gesetzt, vergären und ja, schauen wir, was rauskommt, oder?
Ich glaube, die Farbe stimmt, oder? Ja, das Orgien-Mysterien-Theater könnte man da im Kleinen nachspielen. Eindeutig Rotwein und Rindstock so, oder? Allerdings. Da ist jetzt der Blaufränkisch drin, den können wir vielleicht aufmachen. Es ist eine überschaubare Größe. Das riecht schon nach Wein. Und da kann man händisch unterstoßen. Das ist und das, die sind aber auch, das ist temperaturgesteuert. Nein, nein? Nix. Das macht die Temperatur selbst. Das ist Low-Tech. Das heißt, die Temperatur steigt natürlich durch die Gärung. Das ist jetzt schon durchvergoren. Ich habe aber immer noch ein bisschen CO2, das heißt, die Maische schwimmt immer noch ein bisschen auf. Aber du und siehst die tauchst du jetzt eben unter. Genau. Also der Rest der Kuchen, der aufschwimmt durch die Kohlensäure, wird immer wieder untergetaucht, um die Farbe zu extrahieren. Aber du siehst, das ist eigentlich schon eine tolle Farbe herausgekommen. Ja. Der ist jetzt 10 Tage auf der Maische ungefähr. Und wird wie lange noch bleiben? Also bleibt jetzt noch sicher 2 Wochen da drinnen. Aber wir machen das jetzt immer weniger, dieses sanfte Unterstoßen eher am Beginn und dann macht man eigentlich sehr wenig. Wenn man die Spontanvergärung verficht, geht man, glaube ich, ein bisschen davon aus, dass die Hefen, die sich natürlich eh schon auf der Beere im Garten ansiedeln, praktisch ideal schon dafür sind, um genau aus dieser Traube dann später Alkohol zu machen, den Zucker umzuwandeln, weil die sozusagen von Haus aus koexistieren. Ist da wissenschaftlich was dran? Es ist natürlich so, dass die natürlicherweise im Weingarten vorherrschenden Hefen für die spontane Gärung eingenutzt oder verwendet werden. Aber ob das ein koevolutionäres Verhältnis ist, weiß ich nicht. Man kann auch nicht sagen, es gärt besser als was anderes oder interessanter. Interessanter ist wahrscheinlich wissenschaftlich nicht haltbar. Es ist möglicherweise der natürlichste Weg, das zu tun. Ja? Und so wurde es ja auch früher immer gemacht. Was soll man im Keller sozusagen noch retten, wenn es im Weingarten Probleme gibt? Das ist gar keine leichte Frage. Ne? Also normalerweise versuchen wir im Keller ja eher nichts zu tun. Also das heißt, ganz minimal einzugreifen, um einfach wirklich das, was im Weingarten gewachsen ist, auch in die Flasche zu kriegen. In schwierigen Jahren wächst der Bedarf natürlich ein bisschen des Eingreifens. Und in manchen Partien muss man halt einfach schauen, dass man einen sauberen Saft kriegt. Am besten natürlich durch selektive Lese. Wenn das nicht mehr ganz geht, kann man sich natürlich auch mit Vorklärung helfen, also indem man einfach den Saft gut vorklärt, damit er also sauber schmeckt. Und anschließend halt mit Reinzuchthefen zügig und sauber vergärt. Das wäre dann zum Beispiel die nächste Frage, die Reinzuchthefe. Das versucht sie normalerweise zu vermeiden. Ja, genau. Also unser Ziel ist natürlich, mit der Hefe des Weingartens zu arbeiten. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Also das reine Ziel, die reine Lehre wäre die Spontangärung. Das heißt, jedes Fassel, jeder Tank fängt von sich selbst zu gären an. Aber hier gibt es auch schon Hilfsmittelchen, wenn man so will. Das ist einfach, saubere Trauben vor der Ernte schon reinzuholen und mit den sauberen Trauben einen Hefeansatz zu machen und mit dem Hefeansatz dann zu gären. Das ist also nicht mehr ganz die Spontangärung, aber es ist eine Gärung mit den weingarteneigenen Hefen. Und
wenn es halt gar nicht mehr geht, habe ich jetzt nicht das ganz große Problem, Reinzuchthäfen einzusetzen, weil die sind ja jetzt de facto nicht böse, sondern die sind ja entwickelt worden, um einen sauberen Wein zu kriegen. Und wenn es notwendig ist, setzen wir die an. Also wir vergären ausschließlich spontan, weil ich glaube, dass einfach mehr Komplexität im Wein vorhanden ist. Die Weine werden vielschichtiger, natürlicher, ja, und kriegen eigentlich eine ganz andere Aromatik, ja, an die sich der Konsument vielleicht noch nicht so gewöhnt hat, weil man in erster Linie die Frucht im Wein sucht, also die Primärfrucht, die wir eigentlich gar nicht anstreben. Bei den Lagen sind das 100% spontan. Ja. Ich muss auch dazu sagen, ich habe da bis jetzt keine schlechten Erfahrungen gemacht. Also ich sage, okay, das geht in komplett andere Richtungen. Wenn Reinzuchthäfen für die einfacheren Qualitäten, die neutrale Häfen, die gärstark sind. Also dass es einfach sauber durchgeht. Aber im Endeffekt gibt er die Trauben her, was sie hergeben kann. Also wenn ich jetzt komplett ungeklärt ins Fass gehe, also den Most ungeklärt vergehe, habe ich von Haus aus eine ganz andere Population auch an Mikroorganismen. Und überhaupt vergären wir ja mit dieser Flora, die wir im Keller sitzen haben. Ich denke mal, wir sind jetzt alle so ein bisschen auf Hygiene interessiert. Das ist schon die Vorstellung, dass ihr eine Population im Keller habt. So notwendig es ist, aber für viele Menschen im ersten Moment gewöhnungsbedürftig ist der Gedanke. Wir haben uns vor ein paar Jahren ein Mikroskop gekauft, um das ein bisschen auch nachvollziehen zu können. Ist das so ein bisschen so ein Familien-Event? Schau, da unsere Häfen, hallo. So. Nein, es ist schon spannend, was da drauf sitzt. Also es gibt ja Bad Guys und Good Guys, ja. Brettanomyceten zum Beispiel, wollen wir ja eher nicht haben. Und die erkennst du mit? Man sieht es im Mikroskop und man kriegt ein besseres Gefühl dafür. Man hat als Winzer das Gefühl, man ist nicht allein. Genau. Man arbeitet in einem Team. Stimmt, ja. Mikroorganismen. So gesehen, ja. Gerade in der Frage der Hefewahl. Wir können genau sagen, für unsere Weine, unsere Typusen, unsere Gegebenheiten ist diese Hefe hier am dienlichsten, am optimalsten. Das heißt, ich wähle ja eigentlich meinen Moderator, meinen Matchwinner in der ganzen Vergärungsfrage. Habe nicht das Problem, dass ich Gärhemmnisse habe und eben hier wieder eine relativ gesicherte Qualität für die nächsten Jahre. Ich bin kein großer Fan von Aromahefen, die in gewisse Aromatik drängen. Vor allem für mich sind immer so peinlich, weil sie so leicht zu identifizieren sind beim Kosten. Und da kannst du noch die Geschichte anhören und du kannst es genau sagen, um was es geht. Die Lebensmittelindustrie zwangsbeglückt uns ja mit sehr viel synthetischen Aromen. Also Erdbeerjoghurt ist mittlerweile, glaube ich, berühmt geworden. Wäre es möglich oder ist es bereits im Schwange, mit Wein Ähnliches zu machen, dass man gewisse Komponenten entdeckt, die eine gewisse Wertigkeit vermitteln? Also Vorstufe wären eh die Eichenholzchips, die ja mittlerweile auch bei uns erlaubt sind. Dass man sozusagen dem Wein so ein bisschen einen Barrique-Touch gibt, ohne dass er einen Barrique gesehen hat. Aber das ist immerhin noch Eiche. Wäre das ganz synthetisch auch schon möglich? Das ist prinzipiell möglich und denkbar, wird nicht gemacht, aber ist klarerweise möglich, ja. Also wird nicht gemacht, weil es nicht legal wäre. Rechtlich und darum sagen wir, das wird sicher nicht gemacht, das ist ja verboten. Nein, das, also ich meine, das war sicher ein tolles Feld für die Aromaindustrie, aber die haben so schon genug Schwierigkeiten mit der Öffentlichkeit und wollen sie das sicher auch nicht nur aufhäusen. Barrique war, als es in Österreich aufgekommen ist, so eine Art des Magi der Winzer. Das musste man irgendwann halt dabei haben. Ist so nicht mehr, aber einige eurer Lagenweine baut sie weiterhin in Barrique aus. Genau, ja. Damals haben wir sicher Anfang der 90er, Ende der 80er Bordeaux rauf und runter getrunken und war das auch eine gewisse Vorbildwirkung. Und
Man hat neues Holz gerne gerochen und geschmeckt und heute ist man komplett weg davon. Aber ja. Ja, Mann, allgemein nicht, du. Wir liegen bei 2200 Fässer. Mit Ende des Jahres werden wir auf 3000 Barrique-Fässer gehen. Das heißt, da führt für mich kein Weg daran vorbei. Barrique-Fass ist relativ klein, ich glaube 225 Liter. Und wenn es neu ist, gibt es ganz intensiv Holzaromen an den Wein. Das wäre die größtmögliche Oberfläche da ist zum Wein. Ne? Wenn ich den Chardonnay abbekehre, unseren wichtigsten Chardonnay im Haus, da sind schon zwei Drittel im 500er vergoren und nicht mehr im ganz kleinen. Also die wirklich die Holzbomben-Ära ist auch bei euch vorbei. Genau, ja. Du setzt jetzt keine Barriques ein bei deinen Rotweinen. Warum? Überhaupt nicht für den Blaufränkischen, weil der Blaufränkische eben so viel Eigenleben hat, so viel Charakter hat und auch der Boden vom Eisenberg, dann wäre das schade, wenn man das jetzt mit irgendwelchen toastigen Aromen wie Rauch oder Kaffeesud oder Vanille eben zudeckt. Karamell, da geht was verloren. Die Qualität des Weines ist das Wichtigste, aber nicht egal, wie man da hinkommt. Oak Chips vielleicht einmal der größte Punkt. Diese Eichenchips, das ja. Ist, also vielleicht, das ist, wenn ich mir Barrique-Fässer sind teuer, wenn ich mir das nicht leisten will, hänge das Viertelsackerl alleine. Ja, und dann schmeckt der ganze Wein ein bisschen nach Holz. Oder man braucht gar kein Fass mehr, man macht das im Tank genauso. Ist das eine rein pragmatische oder wie soll ich sagen, auch irgendwie ethische Frage, ob man dem folgt? Ich glaube, das ist ethisch eine Frage, ob man dem folgt oder nicht folgt. Ich meine, da geht man der Pragmatismus dann deutlich zu weit. Wir wollen ja Herkunftswein machen. Und wenn ich mich dazu bekenne zum Herkunftswein, kann ich das alles nicht einsetzen. Oak Chips ist eine reine Aromatisierung. Und was wir machen eben mit Barriquefässer, Mikrooxidation, Lagerung und natürlich auch den typischen Barrique-Geschmack, das ist unumgänglich für mich. Das ist auch für mich, sage ich mal, ein Benchmark, den wir nicht praktisch überschreiten oder aus den Augen verlieren wollen. Das ist für mich kein Thema hier. Ist aber nicht illegal. Nein, das ist mittlerweile leider erlaubt. Man macht es da etwas leicht. Das ist aber, wie gesagt, im Spitzenbereich, wo man wirklich auf Qualität setzt, ist das eher, Gott sei Dank, kein Thema. Nicht. Wein ist eine ziemlich komplexe Angelegenheit, jetzt auch, sage ich mal, sensorisch. Ja. Wäre es möglich, sowas überhaupt nachzubauen? Könnte man, weiß nicht, zumindest mit dem heutigen Stand der Analyse, zu sagen, okay, irgendwas Berühmtes, Mouton Rothschild, weicht in diesen und diesen und diesen Faktoren vielleicht von was anderem messbar analytisch ab. Das heißt, ich kann einen anderen Wein genau dorthin aufpimpen und der schmeckt dann auch so. Ist das denkbar oder ist da doch die Metaphysik des Feldes, der Handarbeit des Winzers, der Weingutphilosophie zu stark? Also wenn man nur auf das Produkt selbst schaut, auf den Produktkern, dann ist das möglich, das ist denkbar. Man kann Weine nachbauen und die schmecken gar nicht so übel. Was man allerdings nicht hat, wie Sie richtigerweise sagen, ist das gesamte Ambiente, Umfeld, das ebenfalls die Wahrnehmung noch beeinflusst. Wenn ich erfahre, dass das ein Wein aus dem Labor ist, dann wird ein gleichschmeckender Wein aus irgendwo aus Bordeaux oder so einfach weitaus besser schmecken. Wir assoziieren da viele Dinge mit der Gegend und mit der Kultur dort und nehmen dann die Reize, die chemischen Reize, anders wahr, als wenn wir wissen, das kommt auch direkt aus dem Labor. Ein Glasl Rot, das niemandem auffällt, ja, das ist möglich. Das ist möglich. Glasl Weiß ebenso. Hypothetisch gäbe es sozusagen beim modernen Weinmachen noch zwei Möglichkeiten, die man weiterdenken könnte. Das eine wäre genmanipulieren, dass man überhaupt gleich die tollsten Aromen konzentriert in die Pflanze implementiert. Das andere wäre wahrscheinlich der synthetische Weg, dass man gar nicht mehr den lästigen Umweg über eine Pflanze gehen muss, sondern das irgendwie in einem Reagenzglas zusammenbraut. Tut sich da was in der Richtung?
Also letzteres wäre für mich als auch Winzerin natürlich völlig indiskutabel, nicht nur als Winzerin, auch als Landwirtin. Ich glaube, da wird schon dran gearbeitet, dass man Aromenkomplexe weinartig herstellt. Gentechnisch manipulierte Organismen im Weinbau wird aktuell wenig gearbeitet. Erstens natürlich wegen der Gesetzeslage in Europa und zweitens, weil die Rebe das nicht will. Sie tut alles, damit es zu keiner Genmanipulation kommt. Sie wehrt sich. Es ist ganz, ganz schwierig. Und wenn, dann ist es nicht stabil oft. Das heißt, das steht völlig in den Sternen. Kann man von daher auch ein bisschen stolz sein am Wein? Ja,